damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 1. Mit mir, Thomas und Playgeddon. Ich würde sagen, nein! Ich habe gerade auf New Game gedrückt. Jo, ich mache mal einen ganz kurzen Cut, bis ich wieder in der zweiten Nacht bin. Bis gleich. Ah, du Mongo! So, damit wäre die erste Nacht geschafft. Da ich ja auf New Game gedrückt habe, war meine Schuld. Und ich habe gemerkt, wie gruselig das Spiel überhaupt ist, wenn man nicht zwischendrin reden kann. Und gerade war es nochmal richtig creepy. Die Ente hat, glaube ich, an der Fensterscheibe geklopft. Hat sie jedenfalls so angehört. Und jetzt werde ich erstmal den Tipp benutzen. Und zwar, am Anfang werde ich erstmal nichts benutzen. Die Kamera und so auch nicht, da die Viecher sich ja sowieso nicht bewegen werden. Ich muss nur ein bisschen auf Pirate Cove aufpassen. Der liebe... Oh, wer war das? Xernax PvP? Ich glaube schon. Warst du das, der mir Tipps für das Spiel gegeben hat? Das war nicht richtig nice. Also, wirklich ein großes Dankeschön, dass ich mal Tipps für dieses Spiel bekommen habe. Joa, also Foxy und die fucking Maus kommen immer von links, beziehungsweise der fucking Hase. Und von der rechten Seite kommt immer Freddy und die fucking Ente. Ja. Hä? Wieso bewegen die sich auf einmal so schnell? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich vom Spiel verarscht. Ja, soll mir auch egal sein. What? What? Es kann doch nicht sein, dass sie so aggressiv sind. Es ist die zweite Nacht. Motherfuckers. Yo, Homies. Yo. Boah, ich höre diese beschissene Musik wieder. Die Musik erinnert mich aus irgendeinem Grund irgendwie an Hawaii. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Boah. Chillen. Hashtag chillen. Schön um 12 Uhr morgens, genau. Boah. Das ist überhaupt nicht gut, wenn die beiden hier sind. Pirate Cove, bisschen aufpassen. Der hat mir in der letzten Folge ganz schön Angst eingejagt. Oh, boah, fickende Kinder, Alter. Oh, Mann. Oh. Alter, it's a me, ja. Deine Mutter ist auch it's a me. It's a me, it's a Mario. Junge, wie ich mich erschreckt habe. Boah, Mann, das Spiel ist so creepy. Das ist ein creepiges Spiel. Und ich spiel's gerade noch im Dunkeln. Hashtag der Thomas ist ein Bad Boy. 80% eine morgens. Geht doch. Oh nein! Oh no! It's not good. It's a me, it's a Mario. Jo. Hashtag Starttime. Der fucking Hase bestarrt. Oh. Ey, ich mach das immer selber und ich denke, irgendwas kommt angesprungen. Wir müssen jetzt ein bisschen hören. Oh, go away, bitch. Oh, Mann, der macht mir so viel Angst. Oh, kannst du bitte weggehen? Wäre ganz lieb, wenn du das tun würdest. Oh. Ich hab Angst. Was ist da los? Xernax PvP hat auch gesagt, man darf nicht zu lange zögern. Bei dem Hasen. Wo ist der denn? Oh oh. Die Ente? Boah, nein. Ah! Was war das? Was war das? Oh, 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 nein! Oh, ich habe zu lange gezögert. Ich bin tot. Allein schon wegen Pirate Cove. Ich glaube, ich muss ein bisschen warten. Oh nein, ich will doch... Ja, Let's Plays gucken hat mir auch nichts gebracht, ne? Fuck. Aber ich habe den nirgendwo gesehen.
Soll ich jetzt einfach mal die Kamera anmachen? Ich meine, wir müssen auf Pirate Cove ein bisschen aufpassen. Ah! Jo Leute, eine Runde spielen wir noch. Ich habe eine gute Nachricht im Übrigen. Die nächsten Folgen können auch länger gemacht werden. Da mein neuer PC Freitag ankommt, ihr werdet davon noch nichts merken in den Freitagsaufnahmen. Joa, da können wir richtig geile PC-Spiele spielen. Da können wir mal unten in die Kommentare schreiben, was für Horrorspiele wir noch let's playen sollen, beziehungsweise ich. Geplant war ja noch Outlast. Joa, ist eigentlich ein relativ nices Spiel. Kann ich dann auch meinen PC spielen, da ja der neue PC mehr Leistung hat als mein Notebook. Naja, PCs im Allgemeinen sind, ja, Notebook ist auch ein PC, nur, ihr wisst, was ich meine. So. Fucking Hase. Das war ein richtig fucking Hase. Wir werden wieder ein bisschen warten. Und hoffen, dass der Telefon geil, ach scheiße, der ruft nicht an. Der hat mich wenigstens immer ein bisschen beruhigt. Pirate Cove. Alter, ich will nur die Kamera runtermachen. Jedes Mal geil, diese Nase von Freddy. Alter, das Spiel ist so creepy. Im Übrigen soll Five Nights at Freddy's ja verfilmt werden. Ich weiß noch nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, aber auf jeden Fall, falls ich es noch nicht gesagt habe, Five Nights at Freddy's wird verfilmt. Welcher Teil genau und nähere Informationen gibt es momentan, glaube ich, noch nicht. Die einzige Information war halt, dass irgendeine, ja, Filmefirma sich darum kümmern will. Wie genau die das verfilmen wollen, frag mich nicht. Denn dieses Spiel ist ja eigentlich immer das gleiche Prinzip. Vielleicht mit der Vor- und Nachgeschichte von Five Nights at Freddy's. Mal sehen. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, was das für eine FSK-Stufe sein wird. Ja, schätzungsweise 16. Bin ich ja bald. Oh. Guckt euch diesen Blick an. Ah! Oh nee, ich hasse das. Hör doch auf. Oh Mann, ich hasse das, wenn ich so solche blöden Geräusche höre. 3 ist nicht so gruselig wie 1, finde ich. 1 ist am gruseligsten, 2 ist am besten von der Steuerung. Und 3 hat die beste Atmosphäre. Ja, komm, wieso höre ich die Geräusche immer so nah? Hurensöhne. Tut mir leid für die Wörter. Aber die regen auf. Die regen wirklich auf. Ich muss mich konzentrieren. Pirate Cove. Oh, wo ist der Hase denn? Beziehungsweise die Ente. Der Hase müsste noch weg sein. Boah, ich habe jetzt richtig Angst, ey. Ich scheiß mir immer in dem Spiel meistens. Ah, da steht er, oder? Ja, da steht jemand. Ich habe immer Angst, dass der die Ente. Wieso sage ich jetzt Hase zu dem? Dass die Ente. Oh nee, nicht schon wieder diese Hawaii-Musik. Alter, was machst du denn da? Wenn du nichts siehst, dann mach Licht an. Dann kann ich dich auch besser sehen. Oh, Gott sei Dank. Ich kriege immer voll die Panik, wenn hier jemand steht. Pirate Cove ist noch da. Oh, es sind 2 um. Oh, yes! Alter, kann der sprinten oder was? Der steht ja noch. Das sieht man im Übrigen da am Fenster. Das Fenster. Ah, die Maus habe ich jetzt ausgestellt, ne? Ja, mein Fehler. Sorry, Bros. Oder Player Gannon, hibst du das genauer gesagt? Da steht ja immer noch. Oh oh. Er ist weg. Die Frage ist nur, wie weit? Da hinten ist er, okay. Ich glaube, wir können uns schon mal beruhigt dem Hasen irgendwie. Wir haben uns den Hase schon mal irgendwie einmal gegen ihn gekämpft, sozusagen. Das zweite Mal wird wahrscheinlich noch kommen.
56%, wir müssen ein bisschen sparen. Oh Junge, was macht die Ente denn da? Die ganze Zeit ist das da bei der Kamera. Hier, Cam 6. Och Junge. Junge, was macht die Ente denn da? Motherfucker. Die Ente ist gerade irgendwie... Vielleicht hat die sich irgendwo verheddert oder so. Sollte ich helfen? Nee. Okay. Ich krieg langsam mehr und mehr Panik. Da ist einer. Der Hase. Der Hase ist schnell. What the fuck? Und wer ist da die ganze Zeit drinne? Oh, ich will's gar nicht wissen. Ah! Alter, meine Reaktionen sind so langsam. 3 Uhr morgens 41%, so viel hatte ich vorhin bei 5 Uhr morgens. Das ist nicht so knorke. Oh, geh dich mal verpissen, Alter. Oh, bitte Hase, verschwinde. Ich habe auch nicht endlich unendlich Energie. Come on, Baby, come on. Oh, wann ist denn wenigstens 4 Uhr? Wenn man 22% hat, ab 5 Uhr, dann reicht das, um die Türen zuzuhalten. Also da muss man sich um gar nichts mehr Sorgen machen. Oh nein, Pirate Cove. Oh. He's watching me. Okay, er ist weg. Er ist weg. Die Frage ist nur, wie weit weg? Da ist er. Mein Gefühl sagt mir, dass da Freddy drin ist. Ah! Oh Junge, geh doch mal weg, du beschissener Hase. Alter, was habe ich hier getan? Wenn du Buntstifte willst, nimm sie doch einfach und das Papier. Kannst du mir auch das Getränk haben, wenn du willst. Ich trinke sowieso nicht. Ist er weg? Ach, Scheibenkleister. Ich hätte Energie sparen können. Umweltbewusst muss man ja schon sein. Oh, er ist schon wieder in einer Nähe, Alter. Blöder Homo. Wann ist denn 5 Uhr, Mann? Mann! Wir müssen noch ein bisschen durchhalten, aber ich habe Angst ohne Ende. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, oh, oh. Oh, 9%. 8%. Oh nein, oh nein. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Die Ente war weg. Die Ente war weg. Der Hase. 3%. Oh nein, das schaffen wir nicht. Oh, oh. Come on, Baby, come on. Bitte. Bitte. Pirate. Pirate Cove ist bald unterwegs. 0%. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte. 6 Uhr. Wann ist 6 Uhr? Ja, Mann. Bam, 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 bam
Dann würde ich sagen, das war's dann für den jetzigen Part von Five Nights at Freddy's Designs mit mir, Thomas und Playageddon. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Playageddon, noch kein Playageddon-Hipster seid, lasst doch ruhig ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.